Ja, liebe Kinder, Kinders, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde virtuelle Bundesliga. Der vorletzten Serie des Monats März. Das heißt, die virtuelle Bundesliga kommt erst im Oktober wieder. Das heißt, bis Oktober gibt es keine VBL mehr. Das heißt, wir müssen jetzt da mit Foot weitermachen, mit Foot und dem Team. Da machen wir unsere kleine Serie und deswegen machen wir dabei in der dritten Minute das 1-0, dass wir hier noch einen gebürtigen Abschied feiern können. Das heißt, Bombardier, dritte Minute, 1-0. Man muss noch gescheit in den März verabschieden, obwohl es im Juni hochgeladen ist. Also gut, schauen wir uns die nächsten drei Spiele an, läuft. Aber wie immer können wir den Gegner nicht einfach untergehen lassen. Und wir sagen, wir lassen ihn mal ausgleichen, damit er halt nicht ganz traurig ist. Weil wir sind ja im Moment erster Platz der VBL, der Virtual Bundesliga. Das war ungefähr so am 20. März. Das heißt, das ist schon wieder zwei Monate her. Aber ich denke, wenn wir jetzt alle aufgeben lassen würden, wäre das ein bisschen zu einfach. Das heißt, 1-1. Weiter geht's. So, und wie es sich für einen wirklichen ersten Platz der virtuellen Bundesliga auch gehört, machen wir hier direkt nach seinem Lucky Punch 1-1 Ausgleich direkt den 2-1 anschließenden Führungstreffer. Alte Job, 37. Minute, 2-1. Und hier sehen wir mal wieder eine wunderbare, ausgeklügelte Freistoßtaktik. Normalerweise mache ich hier diesen Freistoßtunnel, wo ich durch die Beine lasse, aber nachdem hier ein wunderbarer Spieler frei war in der Mitte, konnte ich gleich auf Chidong Wong spielen und der versenkt das Ding wunderbar. Zum 3-1, direkt nach dem Freistoß, gibt euch das, ey. Das ist ein Pass nach dem Freistoß und ja, Keeper hat keine Chance mehr. Und ich denke, das ist ja eigentlich auch klar, dass du als Erster der Bundesliga, der virtuellen Bundesliga auch, deine Gegner zerlegst. Das heißt, nachdem die ein Tor geschossen haben, nachdem wir die ein Tor haben machen lassen, würde ich sagen, die zerlegen wir jetzt, oder? Weil das hat er sich ähnlich nicht verdient gehabt. Und das heißt, ja, wir holen uns jetzt da nach einem kunterbunten Gestochere im Mittelfeld, im Strafraum, den Ball und Bayer versenkt ihn dann wunderbar zum 4-1. Also ich denke, das war überhaupt keine Probleme. Ihr Schülerchen, ja, dass ihr euch immer gescheit aufführt, gell? Läuft. So, und weil wir einfach so ein wunderbares Kombinationsspiel haben und weil der Gegner sich einfach nicht mehr zu helfen weiß, haut er mich einfach im Strafraum um, weil er sich nicht mehr zu helfen weiß. Anders geht's halt nicht mehr. Das heißt, Elfmeter, die Chance zum 5-1. Ich denke, die werden wir mit Kalzen Bracke wieder wunderbar nutzen. Mein Lieblingsecke ist natürlich oben in die Mitte, aber wir können auch mal links hochschießen, das ist kein Problem. 48. Minute, 5-1. Tja, leider ist ja auch das Momentum jetzt auf meiner Seite, diese scheiß Hurensohn-Funktion, aber nachdem ihr trotzdem ein bisschen Skill haben, werdet ihr das einfach mal anschauen können. Also ich sage einfach mal nichts dazu, ihr seht es einfach schon. Schaut es euch einfach an, und genießt. So. Habt ihr es gesehen? Besser kannst du es nicht machen. Und wenn ihr dann alles genau befolgt habt, wie ich das euch immer beigebracht habe, dann gibt sich der Gegner auch irgendwann auf. Also der hat echt keine Lust mehr und setzt euch einfach freiwillig im Strafraum um. Da hat er einfach irgendwie keine Lust mehr. Das heißt, ich weiß nicht, was das gerade war, aber das zählt als klarer Mod-Versuch im Strafraum Hummels mit einem klaren Foul-Elfmeter zum 7-1 eingesetzt. Also, das müssen wir jetzt mal wiederholen, wenn ihr Wiederholung einspielt. Achtung! So, und ich glaube, der Typ, der will sich irgendwie bewerben für 2 Million Ways höchste Saisonniederlage oder so. Also, ich glaube, irgendwie 16-1 oder so habe ich den am besten geschlagen und der ist jetzt auf einem guten Weg dabei, diesen Rekord noch zu toppen. Also, wir sind jetzt in der 78. Minute, 8-1. Also, müssen wir noch ein bisschen nachlegen, wenn wir da noch ein bisschen Gas geben wollen. Aber leider lief der Kaliezeler, der verlässt uns und lässt uns mit einem 7-1 wunderbaren Kantersieg zurück. Läuft, erstes Spiel, 7-1, wieder nächste Aufgabe, zweites Spiel, nächstes Spiel, Hannover 96 hier als Gegner, das heißt, wie heißt dieser Kaiser? Butaku oder was war das jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, zweites Spiel dieser Serie, das heißt, es ist das hier viertletzte Spiel, glaube ich, insgesamt in diesem Monat. Und ja, also das nehme ich jetzt mal als Aufgabe, die letzten vier noch zu gewinnen, ne? Also als glorreichen Abschied. Erste Szene, schauen wir uns mal an. So, ich muss euch einfach mal diesen perfekt ausgespielten Konter jetzt mal zeigen. Ballgewinn im Mittelfeld. Es ist eigentlich 4 gegen 3, ist es also 4 gegen 2. So, 4 gegen 2. Laufe ich auf so zu. Bombardier. Spielt das einfach so bomben wunderbar aus. Schaut es euch an. Besser kannst du das nicht rausspielen. Nur mit Pässen gelöst. Also da war nichts irgendwie dabei mit hohen Passen und so hohen so Bällen, nur noch 15 Bällen. Wunderbar rausgespielt. Bis vors leere Tor. Chidong Wong 1-0 in der... Was war das, die siebte Minute? Oder ich sehe das, wenn man so verschwommen ist. Was ist los hier bei mir, Alter? Was ist da los, Alter? Ich benutze doch nicht den Internet Explorer.
Was ist los da, ey? So, und auch trotz verschwommenem Bild bei mir, beim Bearbeiter, beim Cutter hier, beim Cutter, lol, machen wir trotzdem in der 25. Minute einen wunderbaren Angriff und führen ihn zu Ende mit einem Bootsschuss, Alter, Bombardier. 25. Minute in den Posten zum 2:0, Alter, Wahnsinn Schuss, also in den Posten und rein, das habe ich echt in diesen 90 Spielen, also oder 86, habe ich auch vielleicht das ein, zweimal oder so gesehen. In den Posten Tor, ey, läuft. Und nachdem ein 2:0 in der 30. Minute noch viel zu wenig ist, haben wir in der 30. Minute das 3:0 rein. Das heißt, alle 10 Minuten ein Tor, das ist eine gute Statistik, guter Standard und das können wir auch so weiterführen. Also gut, 30. Minute, aber leider wird uns jetzt ein kleiner Schrecken überrumpeln. Ja, schauen wir uns mal an. Weil meine Xbox 360, die hat halt irgendwie ein bisschen arg viel Hoffnung in mich. Das heißt, die verabschiedet sich einfach, sobald ich ein Gegentor kriege. Die will nicht, dass ich ein Gegentor kriege, und dann sagt sie einfach, pass auf, die Disc kann nicht gelesen werden. Zap! Das heißt, mich schmeißt raus. Die Xbox zählt diesen Sieg von mir nicht als Sieg. Das heißt, wenn ich jetzt unentschieden stehen würde, wäre es sogar eine Niederlage von diesem scheiß Xbox. Und nachdem ich jetzt aber geführt habe, ist es also keine Niederlage. Das zählt dann einfach nicht das Spiel. Aber trotzdem. Dankeschön, du Drecks-CD! Fuck you! So, und gegen welchen Gegner lässt sich so eine verkorkste Serie als schönstes beenden? Also wen schlachten wir am liebsten ab, dass wir so eine verkorkste Serie noch gut über die Runden bringen? Ich würde sagen, der FC Bayern wird heute demoliert. Wir schauen uns hier gleich mal den ersten Angriff an, nach einem kurzen Cut. Weiter geht's beim nächsten Cut. Bis gleich und viel Spaß! Pro 7, 20:15. Also ich meine, es war ja letztendlich klar, wer das 1:0 schießt. Also ich meine, ich kann mit meiner letzten Serie, in meiner letzten Spiel der Serie, kann ich ja nicht den Spasten hier da irgendwie gewinnen lassen, weil der Bayern nimmt uns den Scheiß. Das heißt, 45. Minute, ist schon gut vorangeschrittenes Spiel, aber ich habe mal ein bisschen Chancen gelassen. 45. Minute, 1:0 durch Daniel Bayer, der dreht zurzeit richtig auf, die Nummer 10, du. Leck mich am Arsch. 10er, ja, die letzten zwei Spiele, der geht richtig ab, du Junge, läuft bei dem Junge. So, aber das muss ich euch nochmal zeigen. Das muss ich euch echt nochmal zeigen, wie ich mein Aufbauspiel gestalte. Du hast hier einfach mit dem Virtual Bundesliga-Format so wunderbare Anspielstationen. Und du musst halt immer auf Abseits aufpassen und dann spielst du halt den Ball einfach so durch. Dann hält er immer der Neue, hältst dann auch nicht einmal in der 78. Minute. Also du musst halt immer perfekt auf Abseits aufpassen und einfach ein bisschen Skill haben. Dann machst du das so nach, wie ich das gemacht habe. 2:0 in der 78. Minute. In Liga 1, ne, wohlgemerkt. Das ist kein irgendwie so Lappen, wo nichts drauf hat. Hier hätte ich spielen können, aber warte, habe ich Abseits aufheben lassen. Und dann spielt er wunderbar am Keeper vorbei, 2:0, genau, abgezockt, Alter, Manni Breukmann, ein guter Mann. Nee, Frank Buschmann war das, genau, stimmt. Und nachdem wir natürlich diesen Dappen nicht als mit einem 2:0 entkommen lassen, würde ich sagen, legen wir hier nochmal wunderbar nach. In der 84. Minute, zwar ein bisschen glücklich, aber letztendlich auch hochverdient zum 3:0. Das heißt, Bayern ist jetzt gerade auseinandergelegt worden vom FC Augsburg, ne? Ja, läuft. Schau, und irgendwann merken halt selbst auch die Bayern, dass sie irgendwann halt keine Chance mehr haben gegen einen 2 Million Ways, gegen einen fucking übergewichtigen, also nicht übergewichtigen, sondern Hochhaus überlegenen, sagen wir es mal so, 2 Million Ways, und wir schwatten hier wieder mit Daniel Bayer in der 87. Minute, also übergewichtig, was soll der Scheiß? 87. Minute zum 14:0 rein, Alter, bam. Jetzt weiß ich, welches Wort an mir gefehlt hat. Das war überlegen, wollte ich sagen. Überlegen, nicht übergewichtig. Also weiß ich, was ich soll. Der Typ, der hat nochmal Balls of Steel, will ich nochmal zeigen. 4:0. Schiri pfeift ab. Wahnsinn Spiel. Das heißt, ich verabschiede mich für die aktuelle Serie. Die Zuschauer pfeifen. Also was ist mit euch los? Augsburg gewonnen. Hört mal auf zu pfeifen, ihr Luschen. Und damit sage ich, Jungs, tschüss. Wir schauen uns mal kurz ein paar Tabellen an. Also wir haben hier 72-3-13. Das heißt, uns fehlen noch zwei Spiele. In der nächsten Serie schauen wir uns noch zwei Spiele an. Damit können wir aber bloß noch die Liga halten. Das quasi bringt alle 0 Punkte. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Und ja, schauen wir uns mal kurz die Tabelle an. Wir sind immer noch erster Platz. Erster Platz immer noch vor Donnerschloss 85 mit 51:00, Alter. Also ich weiß nicht, wer den aufhalten soll, aber der ist echt ein Boss, der Junge. 2 Million Ways auf Platz 1 immer noch. Der wird mich aber wahrscheinlich überholen. Die nächsten zwei Spiele, das seht ihr in der nächsten Serie. Und damit tschüss!